Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 1, sind im 5. Kapitel und sind hier im alten Herrenhaus und stellen fest, dass diese Tür nicht aufgeht. Hm. Ja, so Mist aber. Sind hier in den Katakomben dieses Hauses? Ja. Und wollen zum Labor. Hier haben wir uns umgeguckt, da war nichts Interessantes, Beinhaus und so weiter. Ja. Das muss man nicht unbedingt gesehen haben. Und hier den Gang sind wir ja eigentlich schon mal hergekommen. Oh, da ist wieder ein Mutant. Ja. Dann gibt es hier Pilze. Ach, hier geht's auch weg. Ach so. Ah, hier geht's zu einem Lagerfeuer. Dann gehen wir doch mal zum Lagerfeuer. Ja. Ich bin ein bisschen giftig. Und ich nehme an, eine Schwalbe könnte ich auch gebrauchen. Ja, aber... In nächster Zeit. Genau, nachdem du... Da kommt da. Am Lagerfeuer was. Ja. Wieder einer. Gebastelten Figuren. Sag mal, wie bekämpfst du ihn eigentlich? Mit Stahl. Ja, und aber mit harten Schlägen hatte ich. Ja, genau, das ist und wohl nicht die richtige Taktik. Das geht nicht mit dem. Die weichen immer aus. Ja, so, schnell. Der hat nichts dagelassen. Na gut. Bin ich hier richtig? Nein. Mann. Ja, der hat mich jetzt abgelenkt. Genau. Der ist schuld. Ich nicht. Oh. Mann, das ist aber auch... Was denn? Ja, ich habe eine Katze, aber siehst du hier was? Ich nicht. Nein, ich glaube, du bist hier auch nicht so ganz... So, jetzt, diese Ecke muss es, jetzt muss es dann gleich links abgehen. Das ist ein blöder Dungeon. Guck mal, der hat doch Licht. Schönes grünes Licht. Das beruhigt. Oder nicht? Weiß nicht so genau. Bin ich immer noch richtig? Ja, ja, du bist jetzt ja, richtig. Ja, ich bin richtig. So, jetzt na kommt gut. Wieder jemand hin und stell dich in die falsche Richtung. So, Feuerstelle. Nix für hin. So. Zwei Stündchen, das müsste reichen. Ja, wir sind wieder schön sauber. Was ist hier noch an? Katze ist noch an. Na gut. Hier ist ja sowieso noch ganz okay. Ja, und hier ist wieder eine düstere Ecke. Aber eine jetzt Schwalbe wolltest wieder. Du doch nehmen, oder hast du schon? Ja, bevor wir da ins Labor gehen. Okay. Dachte ich mir. Ja. Ja. Und rechts halten. Links war ja zu. Oh, vielleicht sehe ich so ein bisschen mehr. Da ist eine Felswand. Hier geht's rechts rum, ja. Na, so sieht man doch gleich viel besser. Beim ja. Nächsten Feind schlägt er wieder mit der Fackel zu. Das würde mich nicht wundern. Okay, dann nehmen wir erstmal dieses in die Hand. Kann ja nichts schaden. Gleich eine Spalte oder wie? Moment, ich mal gucken, habe ich hier was drauf? Ja, ich habe auf beiden Diamantstaub gemacht, das ist gut. Und dann trinken wir mal gleich mal eine Schwalbe. Kann ja nichts schaden. So, halt, unterbrechen wollte ich nicht, speichern wollte ich. Dann gehen wir mal rein.
ist ja gar nichts los hier. Ach, ah. Hast du dir gedacht? Wohl doch. Ach, ja, wen haben wir denn hier? Freund. Javi. Javed. Raila hat euch immer bewundert. Schade, oh. Ihr wärt vielleicht ein schönes Paar geworden. Diese Farce ist nicht zu Ende. Wie ihr wollt. Seht meinen Kostschei, der perfekte Killer. Auch falsches Schwert, ha? Mein Silberschwert. Hast du? Ja. Hab ich. Ah, das Mistvieh betäubt. Ja. Aua. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oho. Süße Sache. Hat hier aber ganz ordentlich erwischt hier. Ein Kostschei-Herz, ja, das war ein ganz schön blödes Vieh. Gut, dass du einen Traumzüller genommen hast. Ja, die Schwalbe war gar nicht verkehrt. Das hätte ich ohne Schwalbe vermutlich nicht überlebt. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Und das hast du gespeichert eigentlich, habe ich das gar nicht gesehen. Hab ich. Oh gut. So, noch ein Momentchen warten, bis unser Leben wieder einigermaßen gefüllt ist. Dann speichern wir noch mal, bevor wir hier weitergehen. Wer weiß, was der für Schweinereien auf Lager hat. Oh nee, nicht schon wieder so duster, Mensch. Ich dachte, ich hätte eine Katze. Ja, so. Ah, ich sehe weder mit noch ohne Katze oder Fackel. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Wir hatten ja mal Witcher 2 angeguckt bei jemandem, der das gemacht hat, der das richtig gut macht. So ein Let's Play war das natürlich. Und wir konnten nicht viel sehen, wenn der in irgendwelche Dungeons reingegangen ist. Obwohl er auch eine Katze anhatte, also getrunken hatte. Dann hätten wir eigentlich auch mehr sehen müssen, konnten wir aber nicht. Bescheuert. Ach, hier ist auch eine Feuerstelle. Ich meine, ich kann hier eigentlich ganz gut sehen. Wie schön. Ja. Aber. Und wir sehen, dass wir hier nichts sehen. Dann gehen wir mal den anderen Gang lang. Aha. Hier kommen wieder maskierte Krieger, Hundemutant. Ich ja, glaube, das sollte ich gleich mal mit einer Fackel anfangen. Auf mein richtiges Schwert gehen. Stahlschwert ist angesagt. Und mal gucken, wer als erstes kommt. Ja, die Hunde sind meistens schlimmer. Ja. Ja, die gehen ja leicht. Die fallen schnell um. Mal gucken, was hat er? Schwarzpulver. Belegtes Brot mit Huhn. Kann er behalten. Braucht er nicht mehr. Nee. Ja, zwei Hundemutanten. Und warum steckt er jetzt sein Schwert weg? Ach, da muss ich ja wieder das Silberschwert. Nein, du musst ein Stahlschwert nehmen. Aber mit harten Streichen. Das ist ganz schön ärgerlich, wenn man nicht weiß, wie man die umbringen kann. Da braucht man wirklich diese Hinweise. Ja. Sonst denkt man, man muss auf jeden Fall mit dem Silberschwert. Ja. Und dann hat man aber schlechte Karten. Die gehen so schon schwer genug. Der Hundemutant schläft. Lass mal schlafen. Ja, lange schläft er bestimmt nicht. Ihr ja, werdet willst du nicht deine Waffe ziehen?
langsam, ich weiß ja nicht. Wir lassen dich lieber ich schnell. Ich bin dafür, sterben, dass du schnell stirbst. Genau. So ist das richtig. War nicht schlecht. Genau. Ein illegales Schwert. Na gut, dann lass mir die Überreste hier, wenn du nicht willst. Steck nicht immer das Schwert weg, Mensch. Hartes Leben. Ja. Und hier auf die Schnelle. Stirb. Jawohl. So haben wir es gern. Und dann gucken wir mal, was wir haben. Habt ihr was? Naja. Abgesehen davon, dass man es eigentlich nicht mehr braucht. Ist voll. Na gut. Ah ja. Man weiß ja nie, ob man nicht irgendwann genau den Trank machen will, den man damit hätte machen können. Sehr gut. So. Ja, jetzt geht's wieder nach links und nach rechts. Dann gehen wir erstmal nach links gucken. Das ist wahrscheinlich der Gang, der hier rüber geht. Gucken wir doch mal. Nimm die Fackel, irgendwie sieht man mit der Fackel doch ein bisschen mehr, bilde ich mir jedenfalls ein. Ja, das ist die verschlossene Tür. Und ansonsten ist hier jede Menge von gar nichts. Gehen wir hier links rum. So. Schwert in die Hand, Fackel weg. Und speichern. So. Weiter geht's. Laboratorium. Holztruhe, Feuerstelle. Was ist hier? Nix. Hä? Aha. So, so. Ärgerlich. Ihr habt gerade meinen Kostschei aufgeschlitzt, der mich so viel Arbeit gekostet hat. Jetzt werden wir die Sache auf traditionellere Weise klären. Ich kann es kaum erwarten. Oh nein, wie bedrohlich ihr klingt. Ich habe euch gewarnt, dass ein Malheur passiert, wenn man gegen den Wind pisst. Ihr redet zu viel. Hab ich nicht vor. Habt ihr Angst? Diesmal habt ihr in einen Tornado gepisst. Tötet ihn! Oh. Ups. Weia, was ist denn jetzt? Ja. Tötet ihn? Doch, sehe ich niemand. Ich war das. Ich habe kurz angehalten, um zu sehen, wer da kommt. Oh ja, kommt. Ah, Rittermutanten. Ah, oh, ich glaube, da brauchst du bestimmt auch wieder ein Stahlschwert. Da ist wohl Stahl und harte Schläge angesagt, ja? Wahrscheinlich. Oh, die sehen aber nicht richtig gut aus. Und gleich zwei, du bist ja so klein. Bist du geschrumpft, Geralt? Mann! Na? Ja. Was ist denn den anderen? Ich wollte doch eigentlich den anderen zuerst. Ich weiß, welchen du haben wolltest. Du wolltest den haben, den du schon ziemlich reduziert hast. Aber der rennt immer in meinen Rücken, der andere. Ja, der ist weg. Ja, so ist das Ganze viel entspannter. Ich
Na also, das ging ja noch. Das war noch nicht alles, mein Freund. Nee, ich fürchte. Ihr seid am Zug, Javed. Ich lernte schon vor langer Zeit, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Bevor ich euch töte, müsst ihr wissen, eine schwer bewaffnete Einheit wird alle Verwundeten im Krankenhaus töten und die rothaarige Schlampe muss zusehen. Wenn sie sie vergewaltigt haben, wird sie sich den Tod wünschen, aber dann ist es zu spät. Wir geben ihr Mutagene und warten ab, was passiert. Was sagt ihr dazu, Hexer? Immer noch der gleichgültige, harte Bursche? Ihr blöfft. Ihr schickt mir Meuchler hinterher, verliert euch in großen Worten, droht mir mit dem Tod. Aber ihr habt Todesangst und zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Alazar bin Tala. Berengar? Ich hatte schon Angst, ich käme zu spät. Könnt ihr Hilfe brauchen? Für einen Moment war ich mir nicht sicher, ob... Ich bin überrascht, euch zu sehen. Ich musste nachdenken. Feigling, ihr kennt die Strafe, die euch erwartet. Ihr könnt ihr entgehen, wenn ihr Geralt von Riva tötet. Ihr könnt euch meine Gnade verdienen. Eure Drohungen beeindrucken mich nicht mehr. Macht euch bereit, Zauberer. Euer Ende ist gekommen. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. Berengar traf seine Entscheidung. Er wusste, wo sich Javed versteckte. Er wusste auch, dass ich den Zauberer irgendwann finden würde. Er wusste, für jeden von uns wäre es Selbstmord, Javed allein entgegenzutreten. Ja. Schön. Aua. Kämpfst du schon oder bist du schon tot? Oder kämpfst du noch? Wie muss man denn den bekämpfen? Wahrscheinlich mit Stahl. Ja. Oh, sag das mal. Sieht nicht gut aus. Ich reiß mit den Stücke. Was ist das denn? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Blinden ist. Der hat aber auch einen Bums drauf. Hey. Ihr sitzt ganz tief in der Scheiße. Mann! Warum bist du so gegen Glenn so empfänglich? Hast du da nicht richtig gedingst? Na, schönes Gemetzel. Mann! Hallo, Geralt. Der haut mich ja voll aus den Latschen. Überreste. Berengar ist tot. Berengar ist schon tot, ja. Aber das ist ja auch. Ach. Wir hätten nur noch ein bisschen länger durchhalten müssen. Aber es ist nicht. Aber. Ich glaube, das war's, was er wollte. Ja. Kostschaikan. Schriftrolle. Ja. Aufzeichnung aller Experimente, mit denen man einen Übermenschen erschaffen kann. Weide. Ist er aber. Kunststoff. Salpeter. Dann lassen wir den Salpeter hier. Oder ich glaube, darauf kannst du auch verzichten. Den Goldring schmeiße ich weg. Ja, den kannst du sehen. Ich glaube, da ist der Salpeter besser, wenn wir eine Bombe bauen möchten. Oh, Berengar aus AIDS. Berengar. Katze hat er. Absolut Raffat. Und Orenz. Tja. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich sollte er in dem Spiel auch sterben, oder? Ja. Ich habe gelesen, dass es möglich ist, aber fast unmöglich. Dass er überlebt. Ja. Das ist.
Nani, mal gucken, das müsste ja eigentlich hier drin sein, oder? Nee, ist doch hier. Ja, hier, große Brüder. Supermutanten, aha. Meuchlermutant, große Brüder, ah ja, die ganzen Mutanten, die wir hier haben. Ja, es wird zu wissen, wie man auf die... Dann Koschai-Kern. Wir haben jetzt ein Koschai-Herz, no, gewährt einen ein Goldtalent. Den werden wir uns machen müssen. Ja. Gut, ich meine, du hast du eigentlich schon gespeichert, habe ich gar nicht gesehen. Auf jeden Und Fall. Und das habe ich schon gelesen. Vielleicht sollte ich das machen. Aber wir machen jetzt sowieso Schluss, aber speichern dann. Gut. Oh, was soll's. Ja. Und okay. Nächstes Mal gucken wir uns dann den Spiegel mal genauer an. Ganz genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.